Ja, natürlich, selbstverständlich. Social Media mit Viralität verknüpft hat die Power, dir eine Menge Sichtbarkeit, kostenlose, quasi fast gratis Sichtbarkeit zu liefern. Ja? Und sozusagen als ersten Step, ja, hin zu deinem maximalen Online-Vertriebsziel. Das kann dann irgendwie ein Download oder ein Termin sein. Der Verkehrsunfall, ja, die Katze, die ihren Schwanz jagt, die vollbusige, junge, hübsche Dame, die einen Affentanz vorführt oder irgendwie Lip-Singing macht oder sonst irgendwas, ja. Diese ganzen Videos, ich habe letztens zum Beispiel mal auf diesem Kanal hier ein Video gemacht zum Thema, das habe ich dann tituliert, Raus aus Deutschland, ja, und da habe ich einen Short draus gemacht. Das Long-Video hatte 300 Aufrufe, meine durchschnittlichen Long-Videos. Meine Long-Videos haben durchschnittlich 30 Aufrufe, also 10-mal mehr wie sonst. Und das Short, das ich dann draus generiert hatte, eins der Shorts, hatte über 2000 Aufrufe. Meine Shorts haben teilweise zwischen 30 und 100, wenn es gut läuft, 400 oder 500 Aufrufe. Ja? Die große Kunst dabei ist, was ist der Verkehrsunfall, was ist die Katze, die den Schwanz jagt, was ist die vollbusige junge Dame, die einen Affentanz aufführt, für deine Zielgruppe, okay? Weil wenn du natürlich da irgendwelche Schimpansen tanzen lässt oder irgendwelche Katzen oder sonst irgendwas oder Verkehrsunfälle, dann ist es natürlich nicht, hat es natürlich zero Relevanz. Dann kriegst du da vielleicht eine Menge Aufmerksamkeit, aber nicht von der richtigen Zielgruppe. Das heißt, der alles entscheidende Gedanke ist und die Fähigkeit dabei, das auf genau dein Segment anzuwenden. Und da gehört manchmal ein etwas Gehirnschmalz dazu. Und da lade ich dich herzlich dazu ein, dir bei uns einen Termin zu buchen, dass wir uns da mal ja, austauschen. Und vielleicht kommen wir da auf ein paar gute Ideen, wie du auch sagen wir mal, mit relativ günstigen Klickpreisen, also relativ wenig Geld in die Sichtbarkeit kommen könntest. Also da müsstest du dann hier letztendlich schon mal sichtbar bist in deiner Zielgruppe, das ist sozusagen die erste Hürde, ja. Das vielleicht auch unterstützt deine ganze, sagen wir mal, auch dein proaktives Direct-Marketing und Direktvertrieb, zum Beispiel sowas wie Telefonakquise. Und dann letztendlich auch in die Engagement-Phase kommst, also ohne die geht nichts viral. Und dann natürlich ins Commitment, sodass die dann auch zumindest einen Teil davon, und wenn du quasi, ja, viel Sichtbarkeit hast, ist immer ein Teil davon, wenn es eben diese entsprechende Relevanz hat. Desto höher die Relevanz, desto höher ist der Prozentsatz, der dann ins Commitment geht. Also, wie ich hier in dem letzten Video schon, wie immer auch in vielen anderen Videos immer wieder dargestellt habe, wir wollen in dieses Commitment, hier geht es dann langsam in den grünen Bereich, wo wir dann sagen wir mal, die erste E-Mail, die ersten Kontaktdaten aufgreifen, die ersten Informationen über die jeweiligen Interessenten und das Ganze dann langsam zum Sales Qualified Lead wird. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir einen Impuls weitergeben. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.